Moin. Ah, hallo. Sie müssen der neue Bewerber sein. Ja. Bin der Josh. Ich wollte hier mal ein bisschen abchecken, so die Lage. Moment, ganz kurz. Wie ist nochmal Ihr Name? Den haben Sie nämlich hier gar nicht hinterlassen. Ach, da soll der Name hin. Nee, ich habe da nur was von Vor- und Zunamen gelesen. Ich dachte mir, ich nehme hier gar nichts zu mir. Sie haben Humor, das ist gut. Wie ist denn jetzt Ihr Name? Na, Josh. Okay, und Ihr Nachname? Josh. Sie heißen Josh? Nee, der wäre ja bescheuert. Na, wie heißen Sie dann? Daniel. Also, Josh Daniel. Nee, Daniel Josh. Okay, Herr Josh. Wie ich das meinen Unterlagen entnehmen kann, sind Sie gerade dabei, ein Medizinstudium im Bereich der inneren Medizin mit Sonderkompetenz zu absolvieren. Nee, Moment mal, das stimmt ja überhaupt nicht. Das stimmt überhaupt nicht. Zeigen Sie mal, mach mal da, ja. Sie haben ja auch Ihre Information erst vor einer Viertelstunde überliefert, ja? Das ist Ihnen auch bewusst. Aber das steht hier in Ihrer Bewerbungsmappe, steht das auch. Also warum haben Sie das dann da reingeschrieben? Hab ich nicht, das Ding ist nicht von mir. Von wem ist das dann? Ja, keine Ahnung, habe ich einen Passanten neben dem Badezimmer geklaut. Ja, da gucken Sie blöd. Ich bin fassungslos. Ja, ich auch. Könnten Sie vielleicht noch diesen Stempel fürs Arbeitsamt? Tut mir leid, aber was sind Sie denn für ein Mensch? Ein kleiner Mensch. Also bei allem Respekt, Herr Josh, aber Sie können doch nicht im Ernst hierher kommen, sich in der Praxis bewerben und dann die Bewerbungsmappe im Wartezimmer von Penelope Dinkelbock sich ja, aber besorgen. Dieser Stempel, das ist doch nicht viel Arbeit. Ich diskutiere da mit Ihnen auch nicht drüber. Vielleicht machen Sie sich mal draußen ein paar Gedanken und dann kommen Sie wieder, wenn Sie mir eine anständige Mappe hier liefern. Ich soll jetzt also gehen, oder? Ja, bitte. Schönen Tag noch. Unfassbar. Ja, bitte rein. Hallo, ich bin die Penelope. Könnten Sie abstimmen für Arbeitszeit? Denken Sie, ich bin blöd. Hauen Sie ab. Ganz kurz nochmal. Wie ist nochmal Ihr Name? Okay, Herr Josh. Also, so wie ich das meinen Unterlagen hier entnehmen kann, machen Sie gerade ein Studium zum Medizinfachangestellten. Wie heißt das? Sag mal, was ist denn da draußen? Da ist Feuerwehralarm. Okay, wie ich das meinen Unterlagen entnehmen kann, sind Sie gerade dabei, ein Medizinstudium der inneren Medizin mit Sondergenehmigung. Medizinstudium im Bereich der inneren Medizin und Sonderbehandlung. Das ist richtig, ne? Das ist schrecklich. Das kannst du ja nicht hochladen. Gut, wie ich das Ihren Unterlagen entnehmen kann, sind Sie gerade dabei, ein Musikstudium, Medizinstudium. Nee, ich hab da nur was gelesen von Vor- und Zunahme. Nee. Der hat das Ding schon gar nicht mehr. Okay, wie ich das meinen Unterlagen entnehmen kann, sind Sie gerade dabei, ein Medizinstudium der inneren Medizin. Das war super, war das.